Esports News. Letzte Woche hat der Nick mich ja noch vertreten. Danke an dieser Stelle. Jetzt bin ich zurück. Ich habe ja schon erzählt in der letzten Giga 2 Sendung, was ich alles gemacht habe. Ich habe unter anderem mit meinen bloßen Händen einen Liger erledigt. Ich habe eine Anaconda gewürgt und sie platt gemacht und noch viele andere Stories, die ich euch natürlich noch erzählen werde im Laufe der nächsten Sendungen. Aber zurück zu wichtigen Dingen des Lebens. Denn es stehen die News an und das ist die erste große Sondersendung von uns zur Games Convention. Denn da werden wir uns nächste Woche hinbewegen und da freuen wir uns natürlich alle enorm drauf. Ich hoffe, ihr seid auch zahlreich dort vor Ort. Und für alle, die bisher ein bisschen gezögert haben und noch nicht wissen, ob sie dort wirklich hingehen, obwohl es ja auch nur 8,50 Euro, glaube ich, am Tag teilweise kostet. Wir haben zwei Freikarten für euch, die könnt ihr gewinnen. Deswegen gut aufpassen im Laufe der Sendung. Am Schluss gibt es dann noch die Gewinnfrage. Und dann können zwei Glückliche von euch dorthin fahren, beziehungsweise einer zusammen mit seiner Freundin, seiner Angebeteten oder doch dem besten Freund. Das bleibt dann euch überlassen. So, wir haben diese Woche natürlich wieder jede Menge Counter-Strike, Warcraft 3, Statistik der Woche, andere Shooter, Public Eye. Aber los geht's mit den beiden, die mir erstmal erzählen werden, was es in Warcraft 3 im Top-Thema in der Statistik so gibt. Das sind natürlich unser hochgeschätzter Dennis Gehl, unser Warcraft-Experte und der Christian Wopen für die Statistik der Woche. Herzlich willkommen und wir haben, glaube ich, die fantastischen Themen, die wir seit langem hatten. Zum einen News gibt es bei mir jede Menge und die WC3 ist wieder gestartet und das wird auch einer unserer Fokusthemen heute sein, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Erzähl mal was. Ja, WC3L nur ganz am Rande, denn auch die WC3L wird auf der Games Convention vertreten sein. Sowohl in der Statistik der Woche als auch im Top-Thema geht es um die Games Convention. Einmal, Games Convention, was war? Die Statistik heißt alles, Entwicklung, History, Zuschauerzahlen und Top-Thema, alles, was steht an. Jetzt in, nur noch ein paar Tagen. 22. bis 26. jedenfalls. Da wisst ihr auf jeden Fall, dass es sich lohnt, vorbeizukommen, wenn ihr das Top-Thema gesehen habt. Bis gleich. Ja, bei der Games Convention, da wird es auf jeden Fall ordentlich abgehen und der Chris hat sich gefreut, ich habe ihm endlich mal wieder eine Aufgabe gegeben für die Statistik der Woche, wo er jede Menge Zahlen recherchieren konnte und ihr wisst ja, unser kleiner Mathematiker, der blüht dann erst immer so richtig auf, noch mehr als das sogar bei StarCraft macht. So, aber weg von StarCraft, weg von den Zahlen, rüber zu unseren beiden Shooter-Experten Rico und Uli. Grüß dich, Servus, ja Dave, endlich bist du wieder unter uns, das freut mich natürlich. Direkt habe ich dann für dich ein paar Sachen rausgekramt im Bereich Counter-Strike und Counter-Strike Source, ja, denn das ist ja quasi das neue Spiel schlechthin und davon gibt es noch eine neue Pro-Modifikation, den Pro-Mod und da gibt es wieder ein paar neue Bilder, ein paar neue, ja, was haben sie genau da geändert gemacht und wir schauen mal in die Gerüchteküche, denn ein bekanntes Source-Team, ja, das wechselt vielleicht den Clan, da schauen wir mal rein. Bei den Shootern haben wir die ESL, die diesmal den kleinen Bruder zur ESL Pro Series startet, wie der heißt und welche Spiele enthalten sind, das werden wir nachher sehen. Und im Public Eye geht es darum, eine kleine Stadt mit einem großen Team und das Stadtmagazin hat berichtet und da was ziemlich Umfassendes zusammengeschrieben. Klingt ja atemberaubend. Da muss ich mich erstmal erholen von diesen Neuigkeiten. Brauche eine kleine Pause, ihr sicherlich auch. Holt euch was zu trinken, wir sind gleich wieder für euch da. Dann geht's weiter hier mit dem ersten großen Tabellencheck. Bis gleich. Hi, we are the Fantastic Four. You're watching Giga. Giga auf der Games Convention 2007. Erlebe die Stars der E-Sport-Szene und erfahre alles über die aktuellsten Games. Die ESL Intel Arena powered by Giga ab dem 23. August live. Alle Infos auf giga.de. www.giga.de/browsergames, dein kostenloses Browser-Game-Portal. Entscheide selbst, gegen wen du kämpfst und spiele als Einzelkämpfer oder im Team. Egal ob Action, Strategie oder Manager-Games, alle Online-Spiele sind garantiert kostenlos. Gewinne außerdem bis zu 10.000 Euro, immer neue Game-Highlights und grenzenloser Spielspaß auf www.giga.de/browsergames. Hallo Kinder! Bei mir in der Sendung könnt ihr richtig viel lernen. Es wird spannend, lustig und aufregend. Und ihr könnt sogar was gewinnen. Also, wenn ihr richtig viel erleben wollt, dann schaltet ein. Jeden Samstag zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr. Morning Youngsters on Tour bei iMusic One. Ich freue mich auf euch, eure Michelle. Auf iMusic One!
Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen erholt. Ich musste nur erstmal durchschnaufen, denn welches große Tagesmagazin, Stadtmagazin über ihren großen Claim-Bericht, das erfahrt ihr nachher in den anderen Shooter zusammen mit dem Uli. Aber jetzt gehen wir rüber zu Warcraft 3 und der Dennis blüht so richtig auf, denn die WC3L hat wieder begonnen und da kann er natürlich nur grinsen, da fiebert er jeden Tag mit. Und was da alles passiert ist und wie es da steht, das würde mir jetzt erzählen. Und rüber zu Warcraft 3. Ja, WC3L, Dennis. Ach, ja. Endlich ging's wieder los. Ich meine, ich als Counter-Striker, ich warte natürlich immer auf die EPS. Wir haben ja sowas wirklich wie die WC3L nicht. Es gibt dann die Extreme Master, gibt's aber auch Warcraft 3. Das ist schon ein bisschen bevorzugt. Aber was ist dieses Jahr passiert? Es gab ja ein paar große Wechsel. Ja. Über die werden wir aber nachher nochmal, denk, sprechen in Ruhe. Ja, also wir hatten ja letzte Woche schon ein paar Wechsel angesprochen von SK und so. Also so viel. Genau, also das waren ja auch die wichtigsten, muss man sagen. Da haben wir Remind und Lynn, zwei riesige Spieler. Und SK musste was tun. Sowohl das Counter-Strike-Team wie auch das Warcraft-Team war international einfach nicht mehr Konkurrenz. Fähig. Ja. Das hat man jetzt geändert und ich denke, jetzt können sie ganz oben mitspielen. Allerdings muss man sagen, später gibt es dann für alle Giga 2 Zuschauer, die jetzt schon live mit dabei sind, können wir sagen, direkt im Anschluss hier bei uns auf Giga 2 dann noch das WC3L-Match zwischen Just Players und SK. Also lohnt sich, europäisches Match in dem Sinne. Weniger Host-Probleme, gute Spiele garantiert. Knapp wird es auch, weil die beiden Koreaner noch gesperrt sind. Genau, ich wollte gerade sagen, allerdings diesmal nur rein europäisch, keine Koreaner mit dabei. Ja. Das wird auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit, natürlich moderiert von dir. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Stand der Dinge, denn ich habe da noch gar nichts mitgekriegt, weil im Urlaub und habe, wie gesagt, mit Leigern und Anacondas gekämpft, aber du hast ein bisschen dich beschäftigt mit der Szene. Wer ist vorne, wer ist hinten? Genau, die WC3L-Tabelle habe ich mir einfach mal rausgepickt und euch ein bisschen zusammengetragen. Deswegen schauen wir einfach mal rein, denn bisher, zweiter Spieltag, dritter Spieltag wurde ausgespielt teilweise. Hinken noch einige mit dem dritten Spieltag hinterher, aber die werden ja gerade ausgespielt. WNV schon mit drei Spielen dabei, 8 Punkte bisher ergattert. In einem Spiel kann man ja maximal 5 Punkte erreichen. Und das heißt, aus 3 Spielen 8 Punkte ist jetzt, ich sag mal, nicht die Welt. Die haben zweimal knapp 3-2 gewonnen und einmal 2-3 verloren. Also knapper als bisher überhaupt die Saison. Ja. Richtig knapp gestartet. Am Anfang gab es ja immer 2-3 große Favoriten, die sich richtig abgesetzt haben. Diesmal, okay, WE natürlich wieder auf einem guten Weg mit 7 Punkten aus 2 Spielen. Die könnten jetzt rein theoretisch sogar noch 12 Punkte holen und dann sind sie natürlich meilenweit hier Tabellenführer. Auch das könnt ihr eventuell bei uns verfolgen am Mittwoch auf Giga 2. So schaut's aus. Und du hast es selber schon angesprochen, World Elite auf dem 2. Platz nach dem Verlust der Koreaner natürlich ein bisschen schmerzhaft. Chinesen eine schlechte Anbindung an Amerikaner, an Europäer und allem drum und dran. Deswegen mit dem Ping immer am Kämpfen. Fnatic auf Platz 3, für mich eine Überraschung, auch wenn sie einen Sieg und eine Niederlage haben, 7 Punkte ergattert. Das heißt, im einen Spiel 5-0 gewonnen, im anderen dann 2-3 verloren, was eine ziemlich gute Bilanz ist eigentlich bisher. Team Noah auf Platz 4, die Koreaner, vielleicht ein bisschen enttäuschend, aus 3 Spielen 6 Punkten, heißt im Schnitt 2 Punkte pro Spiel, ist sehr wenig, obwohl sie 2 Siege haben. MTW, die hoffen uns ja relativ weit vorne eigentlich, weil eins der wenigen, in Anführungszeichen, halbdeutschen Teams mit Protoss und Hanf, die auch immer mal für einen Punkt gut sind, haben tatsächlich gegen Noah 5-0 gewonnen. Und beide haben einen Punkt natürlich geholt. Hanf zum einen und auch Proteus. Das gefällt uns, glaube ich, ganz gut. Ja, Meteor Maker auf Platz 6 noch relativ enttäuschend, aber aus 2 Spielen 6 Punkten ist auch ganz okay nach einer Niederlage. Ich denke, das ist auf jeden Fall ausbaufähig und die geben auch meistens immer am Schluss der Saison nochmal richtig Gas. Ja, aber das ist für mich eine große, wobei, sie haben zweimal gewonnen, Beijing Esports Team. Ja, zweimal. Ganz große Hoffnung hier reingesetzt. Ja, das koreanisch-chinesische Team, beziehungsweise kommen ja aus China mit Koreaner unterwegs hauptsächlich. 2 Siege, 6 Punkte, also 3-2 gewonnen. Ist eigentlich ganz solide bisher. Die sind das erste Mal mit dabei. Von daher, ich denke, die werden auch in der Top 6 auf jeden Fall zu finden sein. Und danach kommt schon 4Kings. Noch 2 Spiele, haben ja auch noch ein Spiel, bei dem ich mal sehr gespannt, wie es da aussieht. Denn gegen SK ja vor kurzem 3-2 verloren, obwohl keine Koreaner mitgespielt haben. Obwohl keine Koreaner, also da haben die Deutschen... Das ist schon geschwächelt. War wirklich knapp, die ganze Geschichte. Und dann kommt schon SK, die ja momentan auch noch sehr ernüchternd auf dem 9. Platz stehen. Aber heute natürlich... Gegen wen hat man das verloren? Jetzt bringst du in die Bredouille. Gewonnen. Nee, gegen Noah. Gegen Noah 3-2. Oh, ja, ich muss immer ein bisschen gegen nachdenken. Noah, ja, da kann man verlieren, ohne Koreaner. 3-2 und gewonnen natürlich gegen 4Kings 3-2 und damit 5 Punkte. Die Fighting Stars, das ist das alte K3, King of Warcraft 3 sozusagen. Das sind die alten Koris, 5 Punkte aus 3 Spielen. Aber auch alle 3 verloren, also stehen ganz weit unten. Maus mit 4 Punkten auf Platz 11, aber auch noch 2 Spiele. Ja, die, denke ich, werden auch noch weiter oben zu finden sein. Jetzt noch ganz weit unten. Und danach kommt auch, der 12. der letzte. Eigentlich der letzte, sagt man immer, ein schlechtes Spiel. Aber heute, ich kann nur sagen, jedes Spiel, jedes Team in der WC3L ist ein Top-Team. Und das wird auf jeden Fall spannend. Wird auf jeden Fall spannend. Ansonsten gibt's noch eine Tabelle von dir. Es gibt noch ganz kurz die Ergebnisse. Die wollen wir natürlich noch nachreichen.
Und zwar vom E-Stars Festival, was wir auf Giga 2 am letzten Wochenende komplett übertragen haben. Und alle Leute, die es nicht verfolgen konnten, bei uns entweder auf dem Freestream oder bei Giga 2, hier nochmal die Abschlussplatzierung. Und da darf ein Team auf jeden Fall jubeln. So schaut's aus. SK mit dem neuen Zuwachs von Remind und danach kommt Chomoon. Der auf dem zweiten Platz ist 2-1 knapp gegen Remind verloren mit einem packenden Finale. Und wenn ihr euch jetzt wundert, wieso Grubby und Dudes so viel Geld bekommen, nein, sie haben ein bisschen weniger bekommen. Es waren auf der einen, glaube ich, Seite 5.000 und dann 2.500. Beide 2.500, Entschuldigung. Beide 2.500, weil beide als Dritter, Viert abgeschlossen haben. Und ich denke für SK ein super Start. Für Moon natürlich wieder mal eine solide Leistung, wieder in der Top 2. Und Grubby hat es wieder geschafft, wieder die Top 3. So in dem Sinne. Wieder der Top 3. Ihr habt gesehen, es war einiges los in Warcraft 3. Was in Counter-Strike, los war, wird uns jetzt unser Experte, dafür der Rico, natürlich näher bringen. Denn auch da geht's zurzeit richtig zur Sache. Ja, du hast es gesehen. WC3 lag gestartet. Wir als alte Counter-Strike-Hasen, wir haben da immer so ein bisschen Problem einfach. Denn wir haben keine WC3. Nee, nicht wirklich, aber dafür haben wir ja ohne Ende andere Ligen. Aber bei der WC3L ist ja so, normalerweise WC3 ist ja 1-on-1 und bei WC3 ist halt ein Clan-War und ich meine, wen interessiert schon CS 1-on-1? Also das ist halt, glaube ich, echt ein bisschen... Ich würde sagen, eine große Liga wäre nicht verkehrt. Aber die Extreme Masters, die gehen ja auch bald wieder los, also die weiß sind man ja nicht. Schon, da wird viel geplant, habe ich gehört. Also zumindest der Supercup findet schon mal statt und auf der Games Convention, aber dazu ja nachher mehr. Genau, ich würde sagen... Haben wir nachher alles im Top-Thema, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Wir reden auch erstmal über Korea, auch erstmal über das E-Stars-Turnier. Wir haben es gesehen, SK mit Remind einen Glücksgriff gemacht, gleich da sofort das erste große Turnier gewonnen. Und auch Lynn war am selben Wochenende sehr, sehr erfolgreich als Zweiter unterwegs. Aber SK war ja auch gar nicht im CS-Bereich mit dabei. Die wurden ja gar nicht eingeladen, es war invited. Es wurden nur 4 Teams eingeladen und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Das ist Fnatic, Hacker, MRBR und Astro und dementsprechend ist die Platzierung auch so, denn Fnatic hat sich den Thron erkämpft. Man muss dazu allerdings sagen, es war sehr, sehr knapp, denn es gab ja ein Gruppensystem, alle haben gegeneinander gespielt und die beiden Gruppen Ersten haben dann das große Finale untereinander ausgetragen. Es gab da kein Lower Bracket und es gab bei 4 Teilnehmern lohnt sich das Ganze nicht. Die Gruppenphase war sowieso recht interessant, man hat halt wirklich jeder gegen jeden gespielt und jedes Spiel bestand aus 2 Maps und wenn man eine Map gewonnen hat, bekam man halt eine Punktzahl. Wenn man 2 Maps gewonnen hat, bekam man eine Punktzahl. Wenn unentschieden ist, bekam man... Also es war wirklich richtig durcheinander. Man hatte große Mathematik-Skills gebraucht, ja, die haben wir bei der eher nicht so... Deswegen haben wir uns auch gewundert, wieso dann auf einmal Hacker im Finale aber, war. Aber ja, das war das Interessante, denn MRBR, Hacker und auch Fnatic waren punktgleich und da zählten dann nachher nur noch die Runden und da waren es halt dann wieder Hacker und Fnatic, die haben das Ganze miteinander ausgespielt und Fnatic hat dann in der Overtime, glaube ich, war es sogar, ne? Haben genau, in der Overtime gewonnen. Auf der zweiten Map, also genau. Die erste haben souverän gewonnen, das war auf Nuke. Dann auf der zweiten ging es dann richtig zur Sache und da gab es dann sogar eine Overtime. Hacker sehr, sehr stark gespielt. Schade, dass die Jungs nicht auf dem ESWC waren. Victory hat die nicht so wirklich würdig vertreten. Nee, die haben ja ausgetauscht vorher, genau. Aber man hat wieder gesehen, auch die Asiaten können dieses Jahr noch Counter-Strike spielen. Am Anfang des Jahres hat man ja gedacht, bis jetzt... Da kommt nicht wirklich viel. Gerade, wo du es gerade sagst, Astro hat sich jetzt qualifiziert für die WCG und für die CGS. Hat sich da irgendwie Astro qualifiziert, allen drum und dran vor Ort. Ist auch eine interessante Geschichte. Aber $25.000 gab es für Fnatic. Das war eben der Punkt. Das ist hart, 4 Teams eingeladen, einfach mal ein paar Spielchen gemacht. 3, um genau zu sein. Und 4 insgesamt natürlich mit der Vorgruppe. Und dann hat man einfach $25.000 mit nach Hause genommen. Richtig dick, Asche. Was wir gerade eben noch gesehen haben, kam vor wenigen Minuten online, ganz brandaktuell. Das kannst du natürlich noch nicht wissen. Denn Fnatic hat gerade noch ein anderes Turnier in England gewonnen. Die sind direkt nach England geflogen, haben dann da noch gegen die 4 Kings gewonnen, nochmal 3.000 € mit nach Hause genommen. Also die sind wirklich... Das ist eine Reise, die ist in Ordnung. Aber nicht nur die E-Stars gab es, sondern es gibt ja schon seit der 15. Version jetzt den Clan-Based Hero Cup. Wir erzählen immer wieder davon, aber jetzt... Unser alter Hase, der wieder aufsteht, nicht tot zu kriegen. Ja, aber jetzt wird es definitiv interessant, denn so langsam aber sicher wird's eng und es sind noch 1-2 Spiele und danach stehen die Finalteilnehmer fest und die schauen wir uns jetzt mal an. Das Winner Bracket ist soweit fertig. Ja, aber interessant ist, wer ist im Winner Bracket? Richtig. Eigentlich könnte das Lower Bracket von den Namen her auch das Winner Bracket sein und umgekehrt. Da schaut es nämlich so aus, Mirror und B-Grip Russland sind schon im Winner Bracket und die kommen dann halt schon sozusagen auf das Finale nach Kopf. Boah, es ist irgendwo in Holland oder Belgien, ja, irgendwo da die Ecke, ja, werden die Offlines-Finale gespielt. Und in der Niederlande, das sind ja Holländer. Ja, also dann wird es wahrscheinlich da sein, richtig. Und im Lower Bracket, das wird interessant, denn da haben wir noch einen deutschen Vertreter, das ist Attacks und die spielen auch noch gegen SK Gaming und haben, glaube ich, gestern erst gerade ihr Spiel gemacht gegen
Gegen. Gestern haben sie gewonnen gegen The Clan, ehemals genau, The Clan. H2K Gaming. Richtig. Und mit dem unglaublichen Chaxen haben sie zwei Maps hintereinander gewonnen. Unfassbar aber war, denn Roman war im Urlaub oder ist noch im Urlaub. Und ich denke, Attex und SK, die werden versuchen, das Ganze noch ein bisschen zu schieben, denn Osborne war in der letzten Zeit nicht da. Die haben ja bei einem anderen Turnier, was wir euch nachher zeigen werden, auch mit einem Stand-In gespielt. Also da wird es auf jeden Fall noch richtig spannend im Clan bis Hero Cup und da gibt es auch dieses Mal richtig viel Kohle zu gewinnen. Das war es auch schon wieder mit Counter-Strike. Richtig. Die News gibt es dann nachher. Und da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel passiert. Du hast gesagt, du weißt gar nicht, wohin mit den ganzen... Nee, Kursen. Also ich weiß nicht, ob wir alles reinkriegen, aber wir drücken. Ja? Wir drücken, wir machen Gas, die wollen wir natürlich sehen. Ja, dank dir, wir machen weiter mit der Statistik der Woche und da werden wir uns mal die letzten Games Convention der vergangenen Jahre anschauen, werden wir schauen, wie viele Besucher waren da. Ja, der Wurpen sitzt bereit, ich wandere jetzt auch mal rüber. Ja, willkommen. Herr, willkommen im gemütlichsten Set des ganzen Giga 2 Studios. Ja, deswegen freue ich mich immer in meinem Zuhause. Ja. In meinem Zuhause fühle ich mich immer am wohlsten. Da könnten wir eigentlich die komplette Sendung abhalten in Zukunft. Ja, finde ich auch. Ich moderiere demnächst auch WC3 nur noch von hier. Ne? Also. Finde ich völlig in Ordnung. Der Dennis darf dann drüben sitzen und rumklicken und du sitzt hier und kommentierst noch. Er muss den Bildschirm halt so ein bisschen drehen. Oder wir legen es mir hier hinten. Machen wir das genauso. Oder wir legen es hier hinten auf dem Plasma, wo wir jetzt allerdings gleich erstmal die Statistiken sehen werden zu den vergangenen Games Convention. Genau. Ich habe dir ja gesagt, überleg dir mal was. Du hast dann gesagt, ja, Games Convention die letzten Jahre. Schauen wir uns mal die Besucher an, die Statistiken. Und da bist du natürlich völlig aufgegangen. Lauter Zahlen. Da ist dein Hirn natürlich auf Höchstform aufgelaufen. Ja. Das waren auf jeden Fall nicht die Statistiken der letzten Woche. Die Statistiken der letzten Woche, aber macht nichts. Wir können das auch aus dem Kopf sozusagen frei, denn das waren zuerst ganz wenig und dann wurden es nämlich ganz viele am Ende. Letztes Jahr 183.000 alleine. Du weißt es wirklich im Kopf, unfassbar, aber wahr. Ja. Also es ist wirklich einiges passiert in den letzten Jahren. Die Games Convention ist gewachsen. Ich erinnere mich, ganz am Anfang war es ja wirklich so, dass die Games Convention noch relativ klein beschaulich war. Ich weiß, ich war damals noch, da war Pro Gaming noch ganz, ganz groß. Also du merkst schon, es war sehr lange wirklich her. Und da gab es einen riesigen Samsung-Stand und sonst gab es da, glaube ich, nichts. Und auch irgendeinen Action-Stand, wo ein paar Spiele präsentiert worden sind. Aber also dieses ziemlich, Jahr, man kann es aber nicht ziemlich vergleichen. Mickrig. Und keine andere Messe sind ja Privatunternehmen, hat sich eigentlich dafür wirklich interessiert. Inzwischen ringen Köln und Frankfurt und alle großen Messestädte eigentlich darum, die Games Convention als Produkt zu sich zu holen. Leipzig hat allerdings momentan ganz gute Karten, denn die haben mächtig in die Infrastruktur investiert, weil die eben auch während durch die Games Convention in den letzten Jahren einen guten Stand inzwischen haben und wieder richtig Kohle machen. Ja, das läuft auf jeden Fall gut. Und wie gut, das sehen wir hier. Ja, 2002 war es damals. Einige der wenigen Videomessen, ne, die konstant nach oben gehen. Die Cebit hatte ja in den letzten Jahren immer Besucherschwund. Die E3 gibt es nicht mehr in der Form wie bisher. Keine Besuchermesse mehr. Und die Tokyo Game Show wurde auch überholt. Die wurde auch schon überholt. Und jetzt dieses Jahr, 2007, wird sogar prognostiziert über 200.000 Besucher. Das wäre dann inzwischen eine, noch nicht ganz Verdreifachung von 2002, aber innerhalb immer vor 5 Jahren schon von 80 auf 200.000. Das ist enorm. Das ist enorm und die Zahlen, die stimmen definitiv, denn dann wird natürlich alles gemessen beim Messeeingang. Dazu kommen natürlich noch die Aussteller und auch die sind extrem in die Höhe gegangen. Wir sehen es hier, letztes Jahr den größten Sprung überhaupt drin gehabt. Ja, insgesamt 88 Aussteller mehr allein von einem Jahr auf das nächste. Es sind ja auch inzwischen so Sachen, dass E-Sport-Teams an sich vertreten sind. SK Gaming hat dann einen Stand oder dann hat Attex einen Stand oder solche Kleinigkeiten. Oder eben die Sponsoren holen sich die E-Sport-Teams dahin. Und das zählt natürlich alles damit rein. Genau, und da ist dann auch immer viel geboten. Also wirklich, wenn man als E-Sport-Begeisterter dort vor Ort ist, da kann man wirklich jede Menge machen, jede Menge gewinnen. Man kann überall Shootouts mitmachen. Es sind überall kleine Chancen, große Turniere. Es gibt ja natürlich nicht nur das größte, das wichtigste Turnier überhaupt auf der Games Convention, European Nations Championship, den wir nachher nochmal ein bisschen beleuchten wollen, sondern natürlich auch die eine oder andere Liga ist dann auch noch mit einem tollen Turnier vertreten. Also wirklich alles, was Rang und Namen hat, international wird dort vertreten sein. Wir können mal den Vergleich, wir haben da mal Prozentzahlen, weil Prozentzahlen sind immer toll, die klingen immer unheimlich beeindruckend. Wenn zum Beispiel die Fachbesucher alleine um 40%, um genau 40,3% steigen, ist das schon mal natürlich enorm. Auch werden ja viele Verträge unterschrieben auf so einer Messe, das darf man nie unterschätzen. Die Firmen sind da letzten Endes, um Akquirierungen zu machen, um Verträge zu unterschreiben, um Sponsoren zu gewinnen, sind die Teams da und so weiter. Die Fläche von 80 auf 90.000 Quadratmeter hoch von 2005 auf 2006. Der ESL-Stand, wie groß der dieses Jahr sein wird, inklusive Giga 2-Bühne, Intel Arena, Intel Racing Tour. Kommen wir gleich im Top-Thema zu. Haben wir wieder den größten Stand wie im letzten Jahr bestimmt. Also wir haben nochmal eine Nummer zugelegt im Vergleich zum letzten Jahr auf jeden Fall. Ja. Und wer letztes Jahr da war, der wurde von der ESL quasi erschlagen.
gegangen, denn während unsere Halle gekommen ist, hat quasi nur die ESL gesehen und das wird sich dieses Jahr nochmal steigern, du hast gerade angedeutet, aber dazu später mehr. Ja. Dann was mich natürlich freut. Ja, das ist eine ganz wichtige Statistik. Der Anteil der weiblichen Besucher steigt von zuletzt 13% 2006 jetzt auf 2006 auf 18% meine ich natürlich gestiegen. Das heißt, wir nähern uns der 20%-Marke und es ist schon mal ein Fünftel. Das ist für eine reine Computerspielveranstaltung eine beachtliche Zahl. Auf jeden Fall. Mir wäre es natürlich umgekehrt lieber. Verstehe ich auch, ja, ging mir genauso. Aber das Programm ist halt... Und da sind die ganzen Messe-Babes noch nicht mit eingerechnet, das muss man jetzt mal sagen, das sind wirklich die Besucher. Das sind so die kleinen Boni für die festangestellten Messearbeiter. Und zuletzt noch die Entfernung der Wohnorte, da sehen wir, dass auch fast 37% aus über 300 Kilometern Entfernung kommen. Das K steht ja also für Kilometer, auch wenn es eine kleine Leertaste zwischengerutscht ist. Aber das bedeutet, die Leute nehmen teilweise richtig lange Wege auf sich, nur um dann ein Wochenende Games Convention zu machen. Das heißt nur, es lohnt sich halt wirklich. Es lohnt sich wirklich und für euch wird sich's auch lohnen. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst, denn nachher gibt's ja noch die große Gewinnspielfrage bei uns. Zwei Karten gibt's noch zu gewinnen für den Glücklichen in dieser Sendung. Wir werden noch einige im Laufe dieser Woche nachschieben. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit den Shootern und da sitzt der Uli bereit. Und was der so alles mitgebracht hat, würde er mir jetzt hoffentlich erzählen. Ja, Uli, du hast mitgekriegt, da ist einiges geboten, diese auf der Games Convention. Und wir wissen ja auch, Fatality ist zum Beispiel immer da. Also da kommen natürlich auch die anderen Shooter-Freunde im Quake-Bereich. Und auch im Battlefield, letztes Jahr gab es, glaube ich, sogar ein großes Battlefield. Nicht ein Turnier, aber man konnte auch an einem Stand irgendwie Battlefield groß spielen. Ja. Also da ist immer wirklich... Unreal Tournament 3 wird es bei uns auf dem Stand zu sehen geben. Bei uns gibt es Unreal Tournament 3. Und World in Conflict, also da ist auf jeden dabei. Fall einiges mit dabei. Was gab es bei dir in der letzten Woche? Was ist im Shooter-Bereich so passiert? Ja. Counter-Strike werden wir gleich hören, aber in den sonstigen Spielen hat es sicherlich auch einiges getan. Genau, und zwar hat er zum einen die ESL einen recht großen Schritt getan. Es gab ja bisher immer die International Premiership Series. Und jetzt ist quasi der Nachfolger davon am Start und der heißt ESL Major Series. Kleiner Bruder der ESL Pro Series, das heißt die Pro Series hat ja verschiedene Spiele, Counter-Strike, FIFA, Warcraft 3, die Extreme Masters auf europäischer Ebene und dann eben auf europäischer Ebene für die etwas kleineren Spiele die Major Series. Da sind eben aus dem Shooter-Bereich, also noch andere Spiele dabei, aber aus dem Shooter-Bereich Quake Wars ist dabei, Call of Duty 2 ist dabei und UT 2004 sogar zweimal vertreten. Das heißt, die haben One-on-One und 4-on-4 Competition. Was man da ja auch sieht, ist natürlich eine nette Geschichte auch auszutesten, okay, wie viel Potenzial hat so ein Spiel, gerade bei Quake Wars, da muss man noch vorsichtig sein, das sind auch sehr, sehr große Teams, wenn man erstmal schauen, okay, wie viel melden sich da an und wenn man dann sieht, ist natürlich auch für die Titel und auch international gesehen ein Sprungbrett, um es dann vielleicht auch in eine Pro Series zu schaffen oder dann, wenn man ganz am Ende angekommen ist, sogar bei den Extreme Masters das eigene Lieblingsspiel dann anzuspielen und ich denke, eine nette Angelegenheit und das bereichert die ESL natürlich nochmal um ein Stückchen mehr. Ja, die News wurde teilweise ein bisschen fehlinterpretiert. Da wurde also gesagt, aus den Major Series Games können Extreme Masters Titel werden. Das ist jetzt nicht ganz so leicht. Natürlich, wenn die Extreme... Ja, erstmal Pro Series, dann da erstmal gut laufen, dann internationalen Markt und dann könnte man theoretisch schon... Also heißt jetzt nicht, wenn sich da extrem viele anmelden, dass dann auf einmal Extreme Masters kommen. Das hängt natürlich auch von Sponsoren ab. Hier hat sich dankenswerterweise Asus eingefunden. 15.000 Euro gibt es also in allen Spielen zu gewinnen. Es gibt, glaube ich, 8 Disziplinen, wenn ich mich nicht täusche. Und dann noch Hardware von Asus im Wert von 5.000 Euro. Also da die meisten Spiele da kaum Online-Turniere haben, in denen es Preisgeld gibt, ist das schon eine ganz gute Sache. Es gibt auch, wenn die Spieler das wünschen, LAN-Finals, die dann zum Beispiel auch hier im Studio ausgespielt werden. Also denke ich, eine ganz gute Sache. Und da kann man sich auf einiges freuen. Bei uns exklusiv dann die Major League LAN-Finals. Habe ich jetzt auch gerade erfahren. Wieder ein paar Shooter. Und es gibt ein großes, du hast gerade gezeigt, es gibt kein normales Counter-Strike, aber es gibt Counter-Strike Female, ja? Genau, ja. Da müssen wir gut aufpassen. Wir haben ja letzte Woche gesehen, alle E-Sports-Begeisterten, Counter-Strike Female-Begeisterten, so wie ich, haben gesehen, auch da wird gecheatet, ja. Aber dazu vielleicht am Wochenende. Ja, also Source und Female gibt's ja, glaube ich, aber das gehört eigentlich nicht ganz in den Blog, das wäre dann genau, eher... Genau, das ist dann wieder ein Rico's Metier, genau. Ja, kommen wir zum nächsten, und zwar Crossfire ist eine Szenenseite für im Moment noch Enemy Territory und Call of Duty 2, sind aber auch im Quake Wars Bereich tätig, hatten da ein Turnier angekündigt für den September in Quake Wars, das findet aber nicht statt, war ein bisschen zu erwarten, denn das Turnier findet eine Woche vor dem Release des Spiels statt. Und ob sie dann eine finale Version schon bekommen auf dem Turnier, würde ich mal eher bezweifeln. Das heißt, sie müssten auch irgendwie eine Beta-Version zocken, die mit nur einer Map, was natürlich nicht ganz so gut wäre. Ja, haben sie abgesagt. 16 Teams sollten da teilnehmen. Sign-ups waren bis jetzt auch noch nicht so toll.
Also das findet auf jeden Fall nicht statt. Dafür aber das Enemy Territory Turnier erweitert. Da leuchten seine Augen. Mhm. Da fangen sie es leuchten. Ich habe es genau gesehen. Ja, ich meine, gut, die CPL hat ja auch damals beschlossen, wir haben ein paar Turniere, obwohl der bevor die offizielle Beta noch 2-3 Monate entfernt ist. Gut, CrossFire ist ein bisschen schlauer und da sind wir natürlich gespannt, wann dann das große nächste Quake Wars Turnier stattfindet. Aber ich denke, mit IT können auch alle Quake Wars. Ich finde es ein bisschen schade, ganz ehrlich, auch wenn ich IT-Fan bin. Ich glaube nicht, dass man so ein großes Turnier haben möchte. Ich hätte gern Quake Wars gesehen, aber kann man nichts machen. Naja, es gibt noch einen anderen Shooter, der auch nicht so viel Beachtung findet, auch kostenlos, wie Enemy Territory, das Warsaw. Da können auch 24 Leute teilnehmen. Wu hat sich angemeldet, ja, der Gewinner, okay, fast der Gewinner der Herzen der CPL World Tour. Zweiter ist er leider nur geworden hinter Fatality, aber der wird da auch mitspielen und da gibt es immerhin 1500 Euro zu gewinnen. Damit kann man leben. Ja, so, genau. Du hast noch eine kleine News, ganz schnell, die darfst du loswerden, da müssen wir noch eine kleine Pause machen. Genau, und zwar Fnatic, man kennt sie aus Counter-Strike, sie haben gerade die E-Stars gewonnen gegen das Hacker-Team, also Super-CS-Team und die suchen jetzt ein Call of Duty 2-Team und zwar nicht einfach irgendwie, sondern da spielen 64 Teams einen Online-Qualifier, 8 davon können dann nach Enschede in dieses Internet-Café Wizard gehen, werden dann dort ausspielen. Die Anfinals des Eurocup stattfinden. Genau. Den Sieger und wer dann gewinnt, wird das neue Call of Duty 2-Team von Fnatic. Inwiefern Teams wie Serious Gaming, Dignitas dann tatsächlich wechseln, nur weil der Name Fnatic eben da ist, das bleibt abzuwarten, aber es gibt 2500 Euro für den ersten, also schon damit, deswegen. Kann man auch ganz gut leben, auch wenn man nicht zu Fnatic möchte. Genau. So, das war's mit den Shootern. Wir sehen uns nachher dann nochmal beim Public Eye. Wir geben ganz kurz ab in die Werbung, sind ja gleich wieder da. Dann natürlich mit den neuesten Neuigkeiten im Bereich Counter-Strike und dem Top-Thema, wo sich diese Woche alles um die Games Convention dreht. Dranbleiben und natürlich noch unsere 2 Karten gewinnen, die wir heute verlosen werden. Bis gleich. Habt ihr die Schnauze auch so voll von diesem Pseudo-Möchtegern-Sommer? Also wir auf jeden Fall und Giga hat auch was dagegen und Giga holt den Sommer trotzdem hier hin. Ab dem 23. August 17 Uhr feiern wir eine riesen Sommerparty Giga Island. Wir haben alles da, was das Herz begehrt, alles was zu einem Sommer gehört. Gut aussehende Frauen, gut aussehende Männer, viel Sand, viel Strand, Musikakte, zu trinken, zu essen, Party ohne Ende und ihr müsst alle vorbeikommen. Und wenn du als VIP mit dabei sein willst, dann lade einfach ein Foto von dir hoch auf giga.de und lass die Community für dich voten. Dann sehen wir uns vielleicht schon ab dem 23. August hier in Köln. Wir freuen uns. Bis dann. Fast wie Sommer. Dich bereit. Ist das cool. Für das Kino-Event des Jahres. Eine Bernd Eichinger Produktion. Euer gesamtes Wissen ist ausgelöscht. Schon mehr als 20 Millionen Zuschauer in den USA. Fantastic Four Rise of the Silver Surfer im Kino. www.giga.de/browsergames. Dein kostenloses Browser-Game-Portal. Entscheide selbst, gegen wen du kämpfst und spiele als Einzelkämpfer oder im Team. Egal ob Action, Strategie oder Manager-Games. Alle Online-Spiele sind garantiert kostenlos. Gewinne außerdem bis zu 10.000 Euro. Immer neue Game-Highlights und grenzenloser Spielspaß auf www.giga.de/browsergames. So,
So schnell kann eine Werbepause vorbeigehen. Wir sind schon wieder zurück und es geht bei uns weiter direkt mit dem großen Top-Thema. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Ich hoffe, ihr euch mindestens genauso sehr. Denn die Games Convention steht an und wir sind vor Ort. Wir sind auf der riesigen ESL Intel Arena mit Giga vor Ort und werden von dort aus natürlich alle Spieler des European Nations Championship Finales übertragen. Aber das ist noch lange nicht alles, was es dort sonst noch zu sehen gibt und wie groß der Stand ist, wie er ausschaut und was ihr euch erwarten dürft an diesen drei Tagen, an denen ihr Zutritt habt zu unserem Stand. Das werden wir euch jetzt zeigen, denn der Rico und der Dennis, die sitzen schon bereit und wir machen weiter mit dem Top-Thema. Ja, Jungs, ihr seid hoffentlich genauso aufgeregt wie ich, denn wir stellen uns ja schon mental auf die Games Convention ein. Die Games Convention beeinflusst ja nicht nur unsere Arbeit die ganze Zeit jetzt schon, sondern auch unseren Kopf natürlich. Wir malen uns schon die tollsten Dinge dort aus und diskutieren die ganze Zeit. Wird's genauso spannend wie im letzten Jahr, wird's genauso großartig. Ich hoffe doch, und wir sind natürlich dort auch auf eure Unterstützung angewiesen, auf euer zahlreiches Erscheinen und hoffen, dass es dort richtig zur Sache geht. Ja. Ja. Es ist noch 7-mal schlafen, glaube ich, oder? Noch 7-mal oder? Schlafen. Und dann fahren wir auch, glaube ich, los. Es dürfte am Dienstag sein. Fahren wir schon mal los, oder? Am Dienstag, fahren wir los. In der Früh. Mittwoch ist ja nur so Fachbesuchertag. Das sind 4 Tage Games Convention. Sogar Donnerstag dürft ihr alle schon drauf kommen. Ja. Freitag, Samstag und Sonntag sind wir natürlich dann auch noch da. Und es steigert sich von Tag zu Tag. Also es lohnt sich wirklich jeden Tag dort. Der Samstag wird, glaube ich, wieder der härteste Tag, oder? Die Samstage sind immer so krass. Die Samstage sind die, wo man nur so... Wo ich früher immer da war am Samstag und wir waren halt auch immer klar mit Leuten vor Ort, dann durften wir halt immer so vor der Eröffnung immer in diesen Röhren sitzen ja, und dann darauf warten, bis die Leute auf einen zuströmen. Oh. Und das ist halt echt übel. Da werden manchmal Leute überrannt nachher, die einfach irgendwelche wollen. Und ich denke mal, das wird nochmal alles getoppt jetzt. Noch mehr überlaufen. Noch mehr Tüten, noch mehr Equipment. Aber ich frage mich wirklich, ich meine, dieses Jahr wird es noch voller. Also die Prognosen sagen das zumindest aus. Wir haben es vorher gesehen in der Statistik der Woche. Und dann wird dieses Jahr natürlich noch einiges mehr geboten. Die Standfläche ist noch ein bisschen erhöht worden. Also es wird quasi noch enger. Letztes Jahr bin ich wirklich am Samstag, ich habe von der einen zur anderen Halle 1,5 Stunden gebraucht. Da war wirklich die Hölle los. Und ich meine, da gibt es dann natürlich noch Leute wie dich, die nehmen dann noch und so, du hast ja ordentlich trainiert und hast kräftige Muskeln. Ich glaube einfach durch. Schön gesagt, er hat trainiert. Und deswegen wird der Platz noch ein bisschen enger. Auf jeden Fall wird es ordentlich zusammengehen und ich freue mich wirklich schon auf unsere große Arena. Platz haben wir, mehr als genug, wir können ja mal drauf schauen. 2100 Quadratmeter, ja, allein unserer ESL Intel Arena Stand und richtig vollgepackt, wir sehen es ja, Free Gaming Area mit 60 PCs, Intel Racing Tour in die Pro Gaming Area und. Also das wird richtig. Ja, und. Du redest da so, als ob da nur so und. Ja, natürlich noch unsere Bühne. Unsere rote, riesige Bühne, die dieses Jahr noch größer, viel, viel größer sein wird, denn wir haben gedacht, wir sind diesmal die Herren im Haus, wir haben letztes Jahr gesehen, E-Sports immer mehr Andrang gehabt, unsere Giga 2 Bühne ist ein bisschen explodiert, haben wir uns gedacht, machen wir ein bisschen mehr Platz, holen wir uns ein bisschen mehr Standfläche und deswegen geht es da richtig zur Sache und ich hoffe, da wird wirklich die größte Party steigen. Letztes Jahr waren wir garantiert der vollste Stand, der größte Stand und es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es dieses Jahr noch mal kräftiger zur Sache geht. Ich denke, wir können das auch toppen, denn der Content wird immer besser, ich werde immer besser, ihr seid auch ganz okay. Ich bin dabei, das erste Mal jetzt, ja. Es kann nur besser werden. Ja gut, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber... Ich wollte gerade sagen, so... Okay. Wir haben uns geeinigt, dass wir nur von den positiven Dingen hier in der Sendung erzählen und nicht irgendwie die negativen rausgraben. Okay, habe ich im Meeting wohl geschlafen gerade. Ja, musst du ein bisschen schweigen. Ja gut, aber was gibt's noch? Was gibt's sonst da zu erwähnen? Ja, wir schauen uns erstmal an, was sonst noch. Ich habe ja vorher gesagt, European Nations Championship steht an. Das ist natürlich das Hauptturnier. Und da geht's dann richtig zur Sache. Oh, ich habe hier gerade was Neues gewonnen. Ja, wir gehen jetzt mal weiter. Das werden wir gleich machen. Wir sehen aber auch, es ist neben dem ENC natürlich auch noch der Extreme Masters Super Cup, der dort stattfinden wird. Und das heißt für uns, wir sehen den Gewinner der ESL Pro Series gegen den Gewinner der Extreme Masters. Das wird ein hartes Match. Ich habe mir ja schon mal das eine oder andere Custom Game von Hasops angeschaut gegen Turisas, der momentan auch in guter Form zu sein scheint. Ich glaube, Hasos muss auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren, wenn er Tausch schlagen möchte, denn der scheint nach wie vor in Topform zu sein, auch wenn er nicht immer mitspielt. Ich wollte gerade sagen, ich kenne einen guten Trick, wie man Todd ausschalten kann. Ja, nee, Hasos muss einfach... Er stellt sich einfach neben ihm und lässt irgendwie seinen Handy-Sound laufen und dann sagt er, nee, er spielt nicht mit. Nee, Hasos nimmt einfach irgendwie so eine Heizung mit, so eine Bodenheizung, die unter den Stuhl wirft und dann, boah, ist hier warm, ich gehe nach Hause. Gott sei Dank haben wir so Probleme nicht, oder? Counter-Strike. Bei uns gibt es sowas nicht, denn wir haben auf jeden Fall die Teams da, die eigentlich immer auf dem Punkt
fit sind, die in den letzten, im letzten Jahr oder beziehungsweise in den letzten Jahren immer mit hervorragenden Leistungen wirklich hinausgestochen haben. Wir sehen heute auf der einen Seite natürlich den großen Gewinner der Pro Series, den also Gewinner der Ad-Tex, Herzen. Genau, AdTex, ganz klar. Und sie spielen gegen PGS Gaming und ja, den Überflüger, den internationalen, der das wird richtig hart. Immer gewinnt. Wobei man einen Vorteil sagen muss, bei AdTex ist einfach der Fanfaktor, ja, weil natürlich die ganzen deutschen Vertreter vor Ort sind und anfeuern werden. Ja, aber sagst du, das Problem ist, Leipzig und Polen, also ne, ist jetzt auch recht nah aneinander. Und, ja, vielleicht kommen die ganzen polnischen Fans auch noch mit. Übrigens bringt sehr viele Frauen mit. Die Polen werden auf jeden Fall wieder ihre polnischen Tänzerinnen im Schlepptau haben. Die sind ja große Fans von Pentagram, habe ich nur sagen lassen. Und wenn die vor Ort sind, dann müsst ihr auf jeden Fall ordentliche Geschütze dort auffahren. Sonst ziehen wir in diesem Vergleich dann auch noch den Kürzeren. Das wollen wir natürlich nicht. Genau. Ja, aber Pentagram, ich meine, du sagst, die Zuschauer sind gegen sie, aber das erinnert dich an die ESWC, da wurden sie ausgebuht von 30.000 Leuten und haben trotzdem gewonnen. Also, ihr müsst ordentlich leer machen für Attacks und um euch das zu ermöglichen, habe ich jetzt hier für euch zwei Tagestickets für die Games Convention. Falls ihr nicht wisst, wann ihr kommen solltet, habt ihr dann natürlich die freie Auswahl. Ja, der Rico hat leider keine Innentasche. Wir haben nur noch ein Ticket. Nein, natürlich bekommt ihr beide Tickets von uns. Wir werden beide im Doppelpack verlosen, denn wir wollen natürlich, haben wir ja gerade gesagt, dass ihr eine schöne Frau mitbringt, deswegen können wir nicht einfach eins rausschicken, denn ihr wollt natürlich auch dort mit vor Ort kontrollieren, dass wir sie euch nicht wegschnappen. Deswegen beide Karten für euch im Doppelpack. Dazu müsst ihr folgende Frage beantworten. Ich hoffe, ihr habt vorher gut aufgepasst, denn in der Statistik der Woche haben wir ja schon ein bisschen uns die Zahlen angeschaut. Der Games Convention, weil wir gerade bei den Frauen sind, möchte ich von euch wissen, wie hoch war der Frauenanteil im letzten Jahr und wie hoch ist er in, also im letzten Jahr gewesen und in dem Jahr davor? Die beiden Zahlen brauche ich von euch und keine Sorge, lieber Giga-1-Zuschauer, auch wenn die Giga-2-Zuschauer natürlich im Vorteil sind, dass sie jetzt gerade schon zuschauen können und sich die Sendung zweimal anschauen. Ihr habt hoffentlich gut aufgepasst, wir werden uns ein paar Tage Zeit lassen, ein, zwei, und dann erst die Sieger verkünden, damit ihr alle die gleichen Chancen habt. Schreibt mir eine Mail an dave@giga.de. Und schreibt mir die beiden Zahlen. Wie gesagt, ich will von euch wissen, wie hoch war der Prozentsatz der Frauen im letzten Jahr und im Jahr 2005. Wenn ihr das wisst, vorher gut aufgepasst habt. Der Chris hat es in der Statistik der Woche erwähnt. Dann habt ihr zwei Karten gewonnen. Special Visitor. Ihr seid dann quasi fast VIP, ja, ja, wenn ihr da mitkommt. Ihr seid auf jeden Fall VIP. Aber ich glaube, es gibt noch anderes außer den Supercup, ja? Denn das, was dich hier wieder ein bisschen jetzt erfreuen wird... Ja, die W3L natürlich mit damit dabei. Wie jede Saison und auch wieder ein Top-Match, das hatten wir auch schon mal auf der GC. MOM gegen 4Kings, also die Meteor Makers. Kennt ihr wahrscheinlich alle, nicht nur in Counter-Strike, gut auch in Warcraft. Ja, da sehen wir die ganzen Koreaner, da sehen wir den Grubby, da sehen wir natürlich auch den Todd. Ich bin sehr gespannt, ob er mitspielen wird. Ich denke, das ist eine Top-Partie. Ich hoffe, 4Kings ist dann wieder richtig fit. Dann wird es auf jeden Fall ein richtig, richtig geiles Match. Wer denkst du hat zurzeit die besseren Chancen? Wahrscheinlich zu Zeiten Mim, oder? Also solange 4Kings nicht wirklich fit ist. Ich weiß gar nicht, ob Creo mitspielt. Also ich meine, er ist ja inaktiv jetzt mehr oder weniger. Aber kann ja sein, dass er dann doch mal mitspielt. Wenn nicht, dann würde ich sagen, Meteor Makers definitiv. Wenn Creo mitspielt, würde ich sagen, ganz knappe Kiste, da kann auch 4K mal 3-2 gewinnen wieder. Auf jeden Fall lohnt sich für jeden Warcraft 3-Fan dort vorbeizukommen und die Partie dann sich wirklich anzuschauen und auch mal ein bisschen mitzufiebern. Also auch alle Leute, die Ambari Esports bisher nur aus dem Fernsehen kennen, hier von Giga 2, von Giga Esports, kommt einfach mal vorbei. Das ganze hautnah zu erleben ist auf jeden Fall nochmal was ganz, ganz anderes. Ja. Und die Emotionen dort, die sind wirklich inzwischen besser als auf jedem Fußballspiel. Das kann ich euch auf jeden Fall verraten. So, dann gibt's natürlich noch endlich wieder das Intel Friday Night Game. Wir haben lange darauf gewartet, die ESL Pro Series war in der Sommerpause. Wir sind zurück und gleich mit ein paar Krachern zu Beginn. Ja, wir sehen hier Source, ja, Faculty gegen Speedlink. Das wird richtig der Knaller, denn beim Auftakt des ESL Intel Friday Night Game ist Source mit dabei und Counter-Strike 1-6. Da kann ja nichts schief gehen und ja, in 1-6 haben wir Attacks gegen DKH. Ja, und bei DKH, da geht's ja zurzeit schon ein bisschen zur Sache. Da wurden drei Spieler, beziehungsweise zwei Spieler und eine Spielerin rausgeschmissen. Direkt vor der Saison war natürlich bitter auch für die drei Jungs und Mädels. Ich denke mal, direkt vor Ort, der wird nachgehakt. Was war da jetzt los? Ja, wären wir direkt auf dem Intel Friday Night Game. Ich hab die am Interview, ich werde die ziemlich auseinandernehmen. Da wird mir der gute Ego halt nicht aus den Fingern gelangen, denn ich will auf jeden Fall da ausquetschen und will wissen, was war da los? Wieso Cruncher gekickt? Habt ihr es mit der Frau nicht ausgehalten? Habt ihr euch um die Frau geprügelt? Das sind die Fragen, die wir klären werden im Interview und dann haben wir natürlich noch Warcraft 3 und auch da
du weißt ja, ich von Warcraft 3 echt überhaupt keine Ahnung, aber ich weiß, natürlich der beste nicht. Warcraft 3 Spieler aus Deutschland ist dabei und das ist nicht Mio, sondern das ist mein Homie MC Koren neu. Ja, er ist auch mit dabei gegen Mio, wie du es gerade angesprochen hast, und Mio hat, glaube ich, insgesamt 5 Little Friday Night Games, was ich schon mal sehr viel finde für einen Spieler, der nicht Meister geworden ist und auch nicht unbedingt das Potenzial wieder nach oben hat, Erster zu werden. Aber das ist ein anderes Thema, was wir schon auch nochmal besprechen werden. Ich hoffe, Kogenor wird fit sein. Der ist ja am Anfang der Saison immer sehr gut. Im Gegensatz zu mir, der am Anfang der Saison immer schlecht ist. Letzte Saison hat er am Schluss auch nochmal Gas gegeben. Ja, Sechster ist alles, ist auf jeden Fall sechster Platz für einen Kogenor, der sonst immer auf der Relegation war. Also, ist auf jeden Fall er hat sich gefreut, hat ein bisschen Game in Hause genommen. Mal gucken, wie fit der Murrow ist. Haben wir gestern das Bundesliga, also Premier League Final verloren gegen Miami F. Da hat er ganz schlecht ausgesehen, aber ja, vielleicht wird es das auf den ESL Pro Series IFMG Nummer 1 ändern. So, Intel Friday Night Game hatten wir, Super Cup hatten wir, aber jetzt kommen wir natürlich zum Wichtigsten auf der Gamescom. Oh, ja. Das ist einfach jedes Jahr das Highlight und da schlagen natürlich auch die Herzen der Fans höher. Letztes Jahr war wirklich bewegend, was wir da gesehen haben. Wir haben wirklich weinende Fans gesehen, kreischende Teenies. Wir haben Leute gesehen, die Hände auf dem Herzen hatten während den Nationalhymnen. Das ist der auf European der falschen Seite. Championship. Hier links das Herz. Ich kann jetzt natürlich nur nicht die Hand wechseln. So, deswegen freue ich mich besonders auf den ENC und dieses Jahr, muss man sagen, kann man sich wirklich darauf freuen, denn letztes Jahr gab es ja ein paar Probleme auch im deutschen Team. Dieses Jahr sind alle bereinigt worden. Man unterschätzt die Gegner nicht mehr. Wir haben, glaube ich, ein Finale, was uns alle freuen dürfte. Und wir haben keinen Schweden mit dabei, was mich umso mehr freut. Denn dieses Jahr haben wir sie rausgeschmissen. Deswegen sind sie verdient auch draußen. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz an, wer ist da mit dabei. Wollte ich gerade sagen, qualifiziert haben sich Dänemark, Norwegen, Deutschland, Polen für Counter-Strike 1.6. Und ja, Polen, Deutschland, das wird nochmal so ein richtig harter Kampf. Da, sie haben es ja letztes Jahr dann auf den vierten Platz, glaube ich, ja, vierten Platz rausgeschossen. Und das muss nachgeholt werden, das muss ja wieder bereinigt werden. Dänemark als erster Gegner ist auf jeden Fall gut zu schaffen. Und ich denke, Polen gegen Norwegen, das wird natürlich auch so ein Kracher-Match mit Element und gegen Neo und Konsorten. Also da wird es auf jeden Fall richtig zur Sache gehen. Kleiner Vorteil für die Polen. Real ist nicht mit dabei, aber dazu dann auch nochmal ein bisschen mehr. Ganz kurz noch in Warcraft 3, dann sind wir auch schon durch. Ja, Finnland, Schweden, Deutschland, Russland ist, glaube ich, das stärkste Line-Up, also die vier stärksten Teams, die wir jemals auf dem ENC hatten. Also besser war es noch nie besetzt. Und tatsächlich sollen auch die Russen kommen, was mir ein bisschen Angst macht, denn die haben anscheinend ihre Visa-Probleme in den Griff gekriegt. Aber ob das wirklich so ist, das wissen wir, stellt sich immer erst raus, wenn sie wirklich da sind. Bei den Russen immer erst, wenn sie vor Ort sind. Und Deutschland gegen Finnland ist das Traummatch, denn noch einfacher ging es eigentlich fast gar nicht. Ja, und ich glaube, über FIFA brauchen wir nicht lang reden. Denn da wer gewinnt, ist klar, Fußball, Deutschland. Ja. Und auch wenn wir dieses Jahr die Twins leider nicht vor Ort haben. Die werden trotzdem auf der Games Convention sein, allerdings dort nicht mitspielen. Die gibt es dann auch bei uns natürlich auf dem Stand in der ESL Intel Arena. Also kommt da vorbei, wenn ihr die treffen wollt, werden auch vor Ort sein. So, wir machen weiter mit Warcraft 3. Das war's vom Top-Thema. Mehr dazu gibt's nächste Woche Montag. Da werden wir uns das Ganze nochmal genauer anschauen. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit den News aus Warcraft 3. Ja, Warcraft 3. Hatten wir vorher ja schon den Auftakt der WC3L und jetzt wollen wir natürlich wissen, was gab's an Neuigkeiten. Natürlich. Noch mal ganz kurz, einmal noch ganz kurz den Aufruf, während du das Ganze noch einstellst. Tagestickets für die Games Convention, 2 Stück an der Zahl für euch und natürlich eine Frau eurer Träume. Die kriegt von uns auch eine besondere Extrabehandlung, könnt ihr gewinnen. Wenn ihr wisst, wie hoch der Frauenanteil in den Jahren 2006 und 2005 war, wenn ihr das wisst, schreibt mir eine Mail an dave@giga.de. Die Gewinner werden dann natürlich per Mail benachrichtigt. Jeder, der mitmacht, hat die gleichen Chancen. Ich werde da ein bisschen warten und morgen da so dann die Gewinner ziehen. Das Ganze natürlich live in der Sendung. So, zurück zu Warcraft 3. Was ist da passiert in den Wochen? Die russische WCG-Qualifikation wurde abgehalten in Moskau. Und tatsächlich seht ihr jetzt den ersten und den dritten. Leider hat sich ja nur der erste und der zweite qualifiziert. Blöd eigentlich, dass der zweite nicht drin ist. Aber IP Swift, ein Riesenname, noch nie gehört, hat sich als zweiter qualifiziert. Und tatsächlich gibt es nirgendwo ein Foto von ihm. Eine, naja, in Russland lebende Person, die nirgendwo auf einer nirgendwo in der Welt sonst bekannt ist. Der hat sich qualifiziert. Das System war so, Single Elimination, das heißt, einmal verloren, direkt raus. Und Deadman, ja, ist dann frühzeitig ausgeschieden, gegen Silligan im Viertelfinale verloren und Titan dann auch schon vorher raus gengen Swift ja, tatsächlich wird verloren. Wird sich natürlich Genghis, der Mao Sports Manager, ärgern. Hat sich natürlich erhofft, dass Titan und Happy sich beide qualifizieren. Ja, keiner von den beiden dabei. Und das ist bitter in der Situation. Ganz bitter. Und ja, zusätzlich kann man noch kurz erwähnen, die Briten habe ich jetzt nicht mit aufgelistet, aber Demoslim hat es auch wieder geschafft, der 4Kings-Spieler. Das war ja eigentlich auch so eins der Hauptanliegen. Bitte, lass links den...
Engländer haben nur einen einzigen Warcraft 3. Ja, da war noch so ein Serious Gaming Chat, der ist ganz okay, aber ja, dem Muslim ist halt der einzig wahre dort. Bundesliga, Season 8, das ist so ein Ding, das interessiert, glaube ich, jeden Menschen von euch. Denn jeder, der so ein bisschen Warcraft 3 spielt, kann sich in die Bundesliga anmelden. Denn das ist so eine Liga, wenn man unten anfängt, da hat man noch Chancen. Da kann man gegen jeden mal gewinnen und so, das macht richtig Bock. Insgesamt 180 Teams spielen damit. Das System wurde ein bisschen umgeändert, da müsst ihr einfach mal auf die ESL-Seite gehen. Ihr kriegt auch natürlich Links nochmal nachgeschickt von uns. Und da gibt es auf jeden Fall ein schönes System, Best of Three, wie ihr es alle kennt und so. Da kann man gut trainieren, mal andere Teams kennenlernen, vielleicht ein anderes Team auch mal joinen. Voraussetzungen gibt es natürlich auch. 5 Spieler pro Team müsst ihr mindestens haben. Das heißt, sucht eure Kumpels aus dem Dorf zusammen, wie der Rico das immer macht. Genau. Oder sonst kann wie. Man seinem Autotuner-Verein, die dann immer die Unterbodenbeleuchtung anschrauben nachts und damit durch die Viersener Dörfer rumbrettern. Weil mit denen trifft er sich ja auch immer abends und spielt dann immer ein bisschen Counter-Strike. Ganz schnell, was gab's noch? Noch eine Haupt? Ja, dann gehe ich weiter. Auch schon wieder gar keine Zeit. Was soll das denn? Infi gewinnt die International Esports Festival 2007. Nicht E-Stars, sondern E-Sports. Genau, nicht verwechseln. An diesem, und $10,000 an Infi, 5.000 an Lynn, der Zweiter geworden ist. Xiao Ti, Dritter geworden. Ghostop, Vierter. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe noch eine letzte News für euch. StarCommand Warcraft 3 GC Channels für Challenge. Auf der Games Convention werden auch die Finals ausgespielt. Im Halbfinale dieses Best-of-One-System, ähnlich wie in NJ1. Hasovs Pro, das ist für mich die Favoriten. Die seht ihr auch hier eingeblendet. Mit dabei noch Akis und Dev von MyMF. Das sind die Zwillingsbrüder, die Schweden, Lil DC und Knopf. Und nicht zu vergessen Hate Love Anger und Try Dying. Die spielen auch mit dabei. Und da geht's immerhin um 1.800 € Hardwarepreis. Kann man sich auf jeden Fall vor Ort auch mal anschauen. Das werden wir natürlich auch ein bisschen verfolgen, denn mit StarCommand haben wir auch ein ganz gutes Verhältnis und werden ein bisschen mit denen sprechen. So, aber genug von Warcraft 3. Zurück zu den noch wichtigeren News für mich als Counter-Striker natürlich. Und alle Warcraftler dürfen trotzdem zuschauen. Rico sitzt bereit und er wird mir erzählen, was in den letzten Wochen dort passiert ist. Servus. Grüezi. So, gerade haben wir es gesehen, Warcraft 3, da hatten wir wenig Zeit, bei dir haben wir auch wenig Zeit, also geben wir mal ein bisschen Vollgas. Ich gebe richtig Vollgas jetzt. Ich habe es eben angesprochen, Gerüchteküche, ja, die gibt's heute bei uns mit leckeren Zutaten. Counter-Strike Source meine ich damit und ja, da haben wir ein Team, das nennt sich die Raccoons und letztes Jahr wirklich extrem richtig gepowert haben. Also wirklich Newcomer und am Durchpower bis zum geht nicht mehr. Und wir haben uns ja auch immer schon so gesagt, so, die Raccoons, die werden wohl nicht lange bei ihrem alten Team bleiben, einfach wegen Geldfaktor, Sponsorenfaktor. Raccoons ist einfach halt so Dorfteil-mäßig. Also es ist natürlich natürlich kein Dorfteil, aber deine Viersner Autotuner. Man muss sagen, ich hatte echt mal Unterbodenbeleuchtung unter meinem Killer Corsa, aber dazu nachher mal mehr. Hier vor Ort. Genau, wenn ihr mal Unterbodenbeleuchtung braucht oder auch innen drin eine schöne blaue Innenbeleuchtung, erster Mann dafür. Genau. Back to topic, schauen wir uns mal an, denn ich habe einen kleinen Hint für euch versteckt in der Präsentation, in der Grafik. Raccoons ohne Counter-Strike Source. So, die Frage ist, wo gehen die Jungs hin? Ich habe es gesehen, darf ich sagen? Nein, es ist ja noch nicht offiziell und vielleicht ist mir auch da nur irgendwas reingerutscht oder sowas, ich weiß es nicht. Und ist auch nur ein Gerücht, man weiß es nicht. Ich würde sagen, hooray, dann gehen wir zur nächsten Präsentation. Du bist halt echt, ne? Schmerzfrei, wolltest du sagen. Ja, vor allen Dingen ist halt echt noch nicht offiziell und der haut's halt einfach mal so raus, ja? Das ist unglaublich. Das ist unfassbar. Schrecklich, der Mann. Dreist, wie wir sind, so, aber das wird sich hoffentlich in den nächsten Tagen bestätigen, dieses Gerücht. Wer weiß, wir werden es sehen. Code 5, das hat sich schon bestätigt. Die Jungs rund um das Team Code 5, die wollen es wieder durchstarten mit einer neuen Saison und das haben sie halt letzten paar Tage announced und du freust dich. Ja, ich freue mich, denn weißt du, wer sich hier letztes Jahr als deutscher Teilnehmer in Italien für das Code 5 Finale in China qualifiziert hat. Redest du etwa von unserem unfassbaren Dennis the Take Galen? Ganz genau der. Und das war sehr lustig, hat sich damals gegen die österreichische und italienische Elite durchgesetzt. Und da bin ich gespannt, ob er dieses Jahr auch wieder mitspielen wird. Ob er sich dafür qualifiziert, dann für das große Finale bleibt abzuwarten. Letztes Jahr ist er nicht mehr hingeflogen. Er hat mir eigentlich versprochen, wir fliegen da zusammen hin. Hat dann irgendwie doch. Wir machen das so, wir qualifizieren uns, nehmen uns noch den Uli, den Nick und dann noch ein Pre. Dann machen wir ein schönes 5-on-5-Team. Dann rocken wir es halt einfach weg. Genau, und nehmen ordentlich viel Cash mit in the Tash nach Hause. So, das wollte ich sagen. So, zurück zu einer ganz anderen Qualifikation. Und das ist die zu dem wohl mit wichtigsten Turnier im Jahr. Ja, den die Rede ist von den World Cyber Games. Das größte und, ich glaube, sogar das erste Event in dem Bereich, was halt international angeht. Und ja, World Cyber Games Qualifikation in Schweden. Da gab es ein bisschen Stress. Da sollte SK zuerst irgendwie gar nicht durchkommen. Naja, also nicht ganz durchkommen kann man nicht sagen. Die haben dort teilgenommen.
haben Leistung gezeichnet. Man muss sagen, sind dann an dem Weltklasse-Team Cold as Ice gescheitert. Ich meine, kann jedem mal passieren. Ja, gerade auch SK, ja. Nein, also, man muss sagen, es war ja die Pre-Qualifikation zur Qualifikation. Und, aber wenn man die halt eben nicht geschafft hätte, dann darf man da richtig. Ja, aber da hat sich ein bisschen was getan und geändert. Da hieß nämlich, ja, Moment, Flashback Abusing, ja, oder sonst was, ja. Nicht mit rechten Dingen gespielt und dementsprechend SK jetzt doch dabei. Aber bevor ihr hier SK flamet, sie haben nicht wirklich gut gespielt dort vor Ort, sonst hätten sie nicht verloren. Trotzdem, es war sehr, sehr knapp. 16-14 haben sie zweimal verloren gegen Cold as Ice. Die haben sich natürlich selber nochmal gepusht beim Spiel gegen SK. Ja, sicher. Hat Zykon auch gemacht, ja. Hat auch ganz gut funktioniert, wobei die mussten sich nicht mal wirklich pushen, da war SK wirklich ein Kanal. Ja, und das heißt, sie sind bei der Qualifikation dabei, mit unter anderem den Spielern wie NiP, also das heißt Spieler, den Teams wie NiP, Underbar, Arcade, Fnatic und. Die machen die ganze Qualifikation mit und dann wird entschieden, wer direkt zur WCG hin darf. Genau, die heißen Anwärter natürlich dafür, ganz klar NiP und Fnatic, da brauchen wir nicht drüber reden. SK könnte da vielleicht noch eine kleine Rolle spielen, sind wir gespannt. Manchmal schaffen sie es ja noch ganz oben mitzumischen, dann wieder die Schwäche. Im Pre-Qualifier war ja auch kein Spawn mit dabei. Richtig, der war, glaube ich, auf einer Hochzeit oder was munkelt man. Irgendwie eine private Geschichte war da, also er selber heiratet nicht, sondern vielleicht irgendjemand anders, er war vor Ort. Ja, aber worauf ich mich immer freue, und der Herr Adams, Nick Adams, wir kennen ihn alle auch, ja, das ist der CS-Pro-Mod und den schauen wir uns gleich an, aber, ja, denn, man muss vorher ganz kurz erwähnen, MRBR, das haben vielleicht Leute am Wochenende Schmidt bekommen, FNX ist gekickt worden, ist im Flieger nicht mitgeflogen. Genau, der ist nicht erschienen. Zum Pro-Mod hast du noch, ich gebe dir noch 30 Sekunden. Ja, deswegen, schon schnell Pro-Mod, ganz, ganz wichtig, denn wir haben ein paar neue Bilder vom Pro-Mod und da sehen wir mal, wie das Ganze ausschaut. Wir sehen hier das GUI, ja, schön in blau-rot gehalten, wie es ist beim Pro-Mod, ja. Dann hier das HUD, ja, es ist einfach, ja, der Pro-Mod ist einfach... Richtig, es schaut so geil aus und ich habe tierisch Bock drauf. Dann haben wir hier noch die Map, die Train, auch mit dem Pop-Doc, der ist mit dabei. Auch ja, ganz wichtig. Ohne Pop-Doc hätten wir kein Pro-Mod angenommen. Ganz wichtig und ja, so schaut das Ganze dann aus. Ich freue mich wirklich drauf, da ist ja gerade eine geschlossene Beta am Start und vielleicht kriegt man da irgendwie ein, zwei Videos mal raus. Und ich versuche da gerade mein linkes und mein rechtes Bein reinzukriegen. Damit wir dann noch dann Key abstauben können, mal mitzocken dürfen. Ne? Genau, das werden wir auf jeden Fall machen. So, wir sind schon wieder am Ende mit Counter-Strike. Wir machen allerdings gleich noch weiter mit dem Public Eye. Das gibt es dann noch zu guter Letzt. Da werden wir noch erfahren, was in den Medien so geschrieben wird. Über unseren geliebten E-Sports. Wir brauchen noch eine kleine Pause, ich hoffentlich aus. Und dann könnt ihr nochmal nachdenken, überlegen, wie hoch der Prozentanteil der Frauen war, um diese beiden Games Convention Tickets abzustauben. Bis gleich. Giga und T-Com suchen die besten Webmaster Deutschlands und ihr könnt voten. Ab sofort ist eure Stimme beim Homepage Award 2007 gefragt. Bewertet die nominierten Seiten in euren Lieblingskategorien und gewinnt coole Preise. Ihr bestimmt die Rundengewinner und entscheidet, wer in das Finale einzieht. Der Homepage Award 2007 ist powered by Giga und T-Com. T-Com bietet dir starke Hostingprodukte von der kostenlosen Einsteigerseite bis zum High-End-Game-Server. Alle weiteren Infos und Anmeldung unter giga.de/homepageaward. www.giga.de/browsergames, dein kostenloses Browser-Game-Portal. Entscheide selbst, gegen wen du kämpfst und spiele als Einzelkämpfer oder im Team. Egal ob Action, Strategie oder Manager-Games, alle Online-Spiele sind garantiert kostenlos. Gewinne außerdem bis zu 10.000 Euro, immer neue Game-Highlights und grenzenloser Spielspaß auf www.giga.de/browsergames. Schau dir die Typen an. Die meinen wohl, die können auf uns verzichten, oder? Die haben wohl noch nie einen Tripper gehabt. Das fühlt sich an, als würde man Glassplitter pinkeln. Ja, und die drei Buchstaben HIV haben scheinbar auch keine Bedeutung. Ah ja, unsere Arbeit, die wird einfach nicht gewürdigt. Hier, weißt du was? Ich bin's leid, nicht beachtet zu werden. Und wenn, dann nennen sie uns Lümmeltüte. Nahkampfsocke oder Rammelbeutel. Unverschämtheit! Ich mag Dienstag. Das ist ein toller Reim, der ist total berechtigt, denn wir haben unglaubliche Themen an diesem Tag. Dreamlords für den PC,
Im Max-Bereich Tools Tuesday, so rum. Und im Konsolenbereich Fantastic Four für 360 und wie viel Spaß gegen Game 20. Juhu! So, wir kommen zurück zum letzten Teil unserer eSports News bei Giga eSports. Hier am heutigen Abend, es geht weiter mit dem Publisher. Und da werden wir wie jede Woche einfach mal drauf schauen, was schreiben die öffentlichen Medien, was zeigt das Fernsehen so oder was schreiben auch kleine Lokalzeitungen über unsere Lieblingsteams und natürlich auch über den eSports im Generellen. So, der Uli weiß Bescheid, der studiert nämlich die Zeitungen und der sitzt drüben bereit und wird uns das Ganze jetzt mal zeigen. Du hast es vorher gesagt, es geht dieses Mal um eine kleine Stadt, die ein großes Team hat. Hast du sehr schön gesagt. Und was meinst du damit? Ja, ich meine damit Herne. Herne, welche Stadt Herne? Ja, man kennt das vielleicht nicht unbedingt, aber da kommt ein Team her, und zwar Engies, das sich, ich glaube, hauptsächlich durch Counter-Strike Source eigentlich einen Namen gemacht hat und aber auch ein gutes FIFA-Team hat. Ja, man muss sagen, ist in den Medien nicht allzu viel passiert. Das wird sich ändern. Ich bin mir sicher, nach der Games Convention werde ich eine komplette Sendung alleine brauchen, ja, um die ganzen Artikel mal auseinanderzunehmen. Du kommst ja immer so ein bisschen zu kurz. Du weißt ja, wir müssen dann immer mal die ein oder andere News streichen. Nach der Games Convention gibt es dann 3 Stunden Public Eye am Stück mit Ulrich Schulze. Genau. Ja, nee, aber was es hier gab, und zwar gibt es ein Stadtmagazin in Herne, das wird, glaube ich, kostenlos verteilt an 100.000 Leute. Und da wurde über... So viel Einwohner, Herne, das kann ich überhaupt nicht glauben. Ja, da wurde über das Team Engies berichtet. Haben sich so aufs FIFA-Team ein bisschen, also Counter-Strike Source-Team kam nicht so zum Sprechen. Das FIFA-Team, der Trainingsalltag, haben den Gründer da ein bisschen interviewt, der Student ist selbst. Und haben auch so ein bisschen... In Herne. Weltuni Herne. Nein, ich glaube, er studiert nicht in Herne, aber er kommt daher. Und okay, haben wir wieder was gelernt. Genau, dann noch ein Sozialpädagoge, der ja ein bisschen kritische Worte auch verliert, ansonsten aber schon recht gute Sachen sagt. Er sagte, dass Leute, die im normalen Leben nicht so viel Anerkennung bekommen, dass sich im E-Sport suchen. Das ist ein bisschen unglücklich formuliert, weil nachher sagt er noch, mit so einem regulären Ligenbetrieb hat man dann auch genug Selbstdisziplin, damit das halt eine ausgewogene Balance findet. Und das, da hat er schon recht, beim anderen ja vielleicht ein bisschen überzogen. Dann gibt es noch eine Spalte, was ist E-Sport eigentlich? Und ja, aber ich finde es ja eigentlich ganz in Ordnung, wenn man das Ganze mal so ein bisschen auffächert. Kritische Worte gehören dazu, ein Pro und Contra braucht man nun mal. Und was er sagt, ist ja noch in Ordnung. Es ist ja jetzt nicht so, dass er sagt, wir sind ja ganz anderes gewöhnt. Normalerweise haben wir jede zweite Woche wieder mal die Ketten, typischen Kettensägenberichte. Genau. Dass wir wieder mal erfahren, dass wir doch eh alle nur Amokläufer sind. Also gut, von dem her, denke ich, ist gut, das dass du das erwähnst. Ich habe da nämlich noch, hast du noch einen Kettensägenbericht? Also nicht direkt einen Bericht, da will ich halt nur auf eine Besonderheit. Und zwar gab es gestern ja einen Bericht, ich glaube der Industrie- und Handelskammer, wo festgestellt wurde, dass die Lehrlinge nicht mit dem Computer umgehen können. So, jetzt haben die meisten damit ganz normal berichtet, okay, die können kein Excel, können kein Word und so. Aber was hat Spiegel Online, eigentlich recht renommierte News-Seite, hat geschrieben, Ballerspiele statt Textverarbeitung. So musst du denken, okay, worum geht's da? Man liest, kommt nirgendwo, kommen Spiele zum Sprechen. Nur der Chef von Microsoft Deutschland, und zwar Achim Berg, sagt ganz kurz, Jugendliche mögen zwar fit beim Game und Chatten sein, aber nicht, wenn es um den Computereinsatz für den Beruf geht. So, da ist kein Wort von Ballerspielen. Ich wollte gerade sagen, so kein Wort von Ballerspielen oder nichts in dem ganzen Artikel. Und nur weil irgendein von Microsoft Vogel da gesagt hat, dass man heutzutage halt ein bisschen spielt und dann gleich so eine theatralische Überschrift. Auch noch völlig obskur und dann natürlich ein Counter-Strike-Screenshot, wie man zockt. Ja. Das ist vom letzten positiven Bericht von Spiegel Online irgendwo ausgegraben. Ja, also das hätte nicht sein gemusst, ne? Also da, ja, Spiegel Online beim nächsten Mal vielleicht einfach nur ganz normal berichten, ohne auf Zwang die Computerspieler mit reinbringen. Ich würde sagen, das sind doch schöne Schlussworte von dir. Ich bedanke mich nochmal für den kleinen Einblick in die Medien dieser Woche. Mehr davon gibt's dann nächste Woche für euch. Übrigens, alle Giga 2-Zuschauer können jetzt schon mal aufpassen, denn am Sonntag gibt's das Ganze live bei uns. Montag dann erst wieder, wie gewohnt, zur normalen Zeit auf Giga 1. Nein,
ändert sich ja alles, alles. Alles, das werde ich euch jetzt erstmal erzählen. Denn ab nächster Woche gibt es die Giga eSports News, ja jetzt immer dienstags. Dafür den Talk am Montag, den haben wir getauscht. Denn der Chris hat mir gesagt, er bräuchte noch einen Tag mehr, um noch mehr Zahlen und Fakten auszugraben. Deswegen ab Dienstag bei uns dann die Giga eSports News. Am Montag gibt es den Talk für euch, da haben wir einfach nur getauscht. Also zur gewohnten Zeit am Dienstag dann für die Giga 2 Zuschauer schon am Sonntag in dieser Woche wegen der Games Convention die verfrühte Aufzeichnung. Könnt ihr schon zuschauen. Da werden wir auch nochmal schauen, was passiert genau auf der Games Convention. Wer spielt eigentlich alles in den diversen Teams? Alle Line-Ups sind noch nicht komplett. Und werden euch auch nochmal ein bisschen das Intel Friday Night Game näher bringen. Denn ich habe gerade noch gelesen in der Werbung, da bin ich ja nicht ganz untätig, DKH wurde rausgeschmissen vom Intel Friday Night Game und Starcoma wird vor Ort sein. Und bei Starcoma spielt nicht irgendjemand, da spielen Größen wie Hanzo, spielen Leute wie Voss, wie Chriso, wie Yassin, wie Parse und Hanti. Und die sind dann alle dort vor Ort und wir werden gegen Attex antreten. Also kleine Fehlinformationen von uns. Die ESL hat das Ganze hier gerade announced. Das war's von uns. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Nächste Woche wieder einschalten. Macht's gut, bis dann. Adieu.